schon. Jetzt wieder zurück. Das ist Level 3. Ich hab schon viel gekauft, kann man so sagen. Warum mit Bandkrieg? Ich hab mir schon alles gekauft. Was sind denn Level schon so hin? Auch eine schöne Plagerei. So, los geht's. Ab zum Bandenkrieg. Hast du noch was glitzert jetzt drinnen? Gut, bist du nicht. Hoffentlich ist kein Militär unten in der Luft bereit. Warleck! Das Viech. So, zack, 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 zack. Einen von Octavius Vincenetti-Schlägern entdeckt zu haben. Willst du ihn jetzt zum Polizeirevier locken? Ja, gib mich da den Mann an, mein Liebe. Ich hau ab! Jetzt müssen wir die Söldneraffen anlocken. Hey, ihr möchte gern Polizisten. Haut ab! Venedig hat schon genug dämliche Schläger. Ich bin zwar kein Polizist, aber auch ich habe Gefühle und du hast sie verletzt. Du laberst mich an, Napfkuchen? Du bist echt nicht mein Typ. Rakete für dich, Idiot. Ein Spitzenplan, Bentley. Nehmen wir uns zurück und genießen das Feuerwerk. Danke. Ich bin recht stolz auf meine Hinterhältigkeit. Da ihre Affengabe gerade unter Beschuss steht, wird Carmelita mit 93%iger Wahrscheinlichkeit herkommen und die gesamte Vincenetti-Gang ausschalten. Teuflisch. Inspektor Fox, endlich sind Sie hier. Dieser Vincenetti-Abschaum macht mir die Hölle heiß. Nicht aufgeben, Soldat. Gemeinsam machen wir Sie nieder. Okay. Ah, auf drei Kühl. So viel kann ich schlagen, okay. Ah, cool. Weiter so, Inspektor Fox. Viel mehr hält er nicht aus. Ich muss mir jetzt mit Kamelit eingehen. Inspektor Fox, habe Ärger in Sektor 4. Bitte helfen Sie mir. Schon weg. Hat doch mal, okay. Moment. Okay, man kann keine Kinder sammeln, okay, schade. Und wir flitzen. Und flitzen. Okay, zack, 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 ob's Maul gibt. Ja, bin schon unterwegs. Kollege. Bin schon unterwegs. Wow! Sau! Du Hund! Verpiss dich! Ja, Kamera! Gleich ins Wasser, ey. Tap, 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 tap. Boah, das schaut doch cool aus. Hui. Tak, 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 tak. Zum ersten Mal kann man Liter spielen, das war irgendwie cool. Los, wir müssen meinen Affen retten. Okay, ich bin auf R1. Achso, auf R1. Aua.
So, einfach noch aufs Maul, Alter. Bam, bam, bam. Schieß dich ab, du Hund. Tschüss. Aufgabe beendet. Perfekt. Okay, weiter. Nichts drauf. Wow, der Kamera. Wow. So, ja, mal Münzen sowas sammeln. Ah, das ist schon weg, okay. Natürlich. Und jetzt soll das holen mit den Münzen. Octavio muss sehr altmodisch sein, wenn er noch einen Gemälde-Safe benutzt. Mein Vater hat die ständig geknackt. Der Trick ist, die Kombination des Safes irgendwo auf dem Bild zu finden. Man muss vielleicht genau hinsehen, aber sie ist da. Ja, 479, okay. Blaupause. Fuck. Okay. Bin gespannt, ob man einen dreifachen Boost. Ich glaube, es gibt einen zweifachen irgendwie so Boost. Ja, irgendwie. Ja, aber schon. Spielchen von V. Wie immer. Ich leck mich doch. Hey du, gib mir das Café-Passwort. Ah ja, das hätten wir. Was, Sopran? Ja. Was, Sopran? Wow. Give it to me. Dankeschön. Tschüss. Oh,
Standardpasswort. Schnell! Bierwart, bitte sehr. Sopran, alt, Sopran. Okay, bin ich froh, dass du hier bist. Mama macht heute Spaghetti und ich verhungere. Ich werde 4 Teller essen. Dann ist sie wohl eine gute Köchin. Mama Mia, in ihrer Soße könnte ich baden. Einfach hilflich. Gab's Probleme mit dem Typ? Sagte, er wolle in Mamas Spaghetti-Soße baden. Ach so, das ist, abgefahren. Komm mal wieder rein. So, wir fahren jetzt einfach mal durch. Das ist nicht so gut, oder? Ah! 968. Blaupause Nummer 2. Okay, 2 von 3. Wir haben 2 Butler. Scheiße. Wie? Weg hier. Ja, 12 Minuten. Wir haben 2 Missionen erledigt. Wow, ist perfekt. Passt ja voll gut. Eine gute Pizzeria. Schluss mit der Soße! Konzentrier dich, wir sind bei der Arbeit! Überall Schläger, der Tod lauert überall! Hast recht, wir haben noch ein Kaffeehaus vor uns, dann sind wir durch. Jetzt denkst du wieder klar! Und dann gibt's Essen. Geht nicht. Was soll das drinnen? Dann gehen wir weiter. Windiges Gefühl gibt mehr Kostüme. Okay, ja, schauen wir mal. Halt! Wie lautet Octavios Hauspasswort? Übermittle Passwort! Tenorsopran? Okay. Ja, den Code kennst du. Aber wie ist mein Spitzname? Es gibt nur einen Tony B. Jeder in der Familie kennt mich. Ich bin neu, komm gerade erst aus Rom. Man kennt mich in Rom. Bin quasi der Chef des organisierten Verbrechens dort. Du willst noch nie meinen Spitznamen gehört haben? Mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Könnte der Boss sein. Ja, okay. Sprich mit den anderen Wachen in der Gegend. Vielleicht kennt einer von denen Tony Beast. Bruder, das Riesenrad-Passwort. Schnell! Ich hab's, hier. Sopran, alt, Sopran. Das tut mir leid. Ist in Ordnung. Hey, kennst du Tony B's Spitznamen? Tony B, die alte Nudel. Der ist ein, wie sagt man, ein Egomane. Über den weiß ich nichts und will auch nichts wissen. Schade. Ich brauche einen Spitznamen, der Hund. Leider Sarda. Bruder, wie lautet das Mitternacht-Passwort? Schicke dir
mir das Passwort. Alt, was, alt, alt. Okay, also Junge, wie ist mein Spitzname? Ach komm schon, jeder kennt doch Tony, den Killer Bee. Der Schrecken jedes Spielplatzes, von hier bis Sizilien. Haha, echt witzig. Wenigstens muss ich nicht beim Karneval Wachen schieben. Wer lacht zuletzt, Schnucki, hä? Ich? Mir war weniger. Eilig, wenn der Kerl zum Plaudern zurückkommt, hau ich ab. Wenn der Kerl zum Plaudern zurückkommt. Hey, da vorne gibt's so diese okay. Du hast echt Talent für diese Kunstentschlüsselung, Bentley. Ich brauche dafür immer ewig. Du lässt das einfach so vorbeigehen. Du hast echt Talent für diese Kunstentschlüsselung, Bentley. Ich brauche dafür immer ewig. Du lässt das einfach so vorbeigehen. Na, war nicht gut. Immer. Nein. Hilfe. Oh, von der. Na, ich tue sie. Machen wir eliminiert haben. Die Contester. Ah! 1-1-3. Okay. 1-1-3. Die dritte Blaupause. Lass uns verschwinden. Es muss gesichert gewesen sein. Sie ist gut. Alles gesichert, wenn, ne? Dann hast du nur einen Boost. Kannst du nicht 3 oder 4 haben? Raus hier. Oh, Scheiße. Weg. Wir müssen hier raus. Dann Saurus. Wapp. Saurus. Flitz. Ei. Es sind einfach zu viele. Tschüss. Gibt's nur einen mit, ne? Zack. Der Respekt, Chelevi. Ja, Respektschelle war das gerade so. Ratasch. So. So, jetzt haben wir. Ja, genau. Die letzte Mission. Ich habe die Feuerwerksbude des Karnevals zur Basis für unseren nächsten Job gemacht. Wir müssen das Schiff und die Werbeballons für Octavius' großes Comeback-Opernkonzert vernichten. Verstehe. Aha. Ohne Zuschauer muss er seinen Gebäudeversenkenplan nicht vorführen. Den ganzen Teer abzusaugen war so anstrengend, da wartet er doch bestimmt, bis er ein Publikum hat. Genau. Ich habe ein bisschen Sprengstoff zusammengemischt, mit dem du die Anker der Ballons sprengen kannst. Bedauerlicherweise sieht's mit den Zündern schlecht aus. Dann beeile ich mich. Bring das Gerät in der Nähe des Ankers an. Sonst macht's kaputt und es gibt Waschbär-Ragout. Waschbär-Ragout, super lecker. Bitteschön. Sehr schön. Ein Werbeplakat weniger am Himmel von Venedig. Komm zurück zur Feuerwerksbude. Ich habe noch eine TNT-Stange für dich. Und die Windrichtung ist gerade richtig für Phase 2 unseres Angriffs. Okay, bin schon auf dem Weg. Dieser Sprengstoff war echt heftig. Und der war Kinderkram im Vergleich mit dieser wilden Bestie. Aber tröte nicht. Die Zündschnur ist zwar länger, aber dafür musst du auch weiter wegrennen. Wilde Bestie? Lauf, Sly, lauf! Vorsicht vor der Bestie! Hä? Oh, okay, wurscht. Oh, fuck. Ah, super, jetzt kommt da noch Carmelita. Na, ob sich das ausgeht? Fuck you.
Na klar. Wir können irgendwie verarschen. Willst du mich jetzt verarschen, du Arschgeburt? Häng dich da! Häng dich da! Da jetzt frei, Alter, verdammt! Beiseite jetzt einmal, du kleines Arschloch! Mann, Alter, immer stören! Ich hab grad gedrückt, du Hurensohn! Endlich, juhu, Blumen! So, ja, jetzt ist schnell die Schnauze kaputt. Die Scheiße. Wie Scheiße. Ein kräftiger Hieb mit einem Stab müsste den Ballon lösen. Wow, hier eine neue wilde Bestie. Komm zurück. Was? Tut mir leid, wir schließen gerade. Loslassen. Nein, komm her. Schnell. Ich habe leider kein Dings dazu. Ja, so ein Kleider. Das ist eben schade. Mann, jetzt ruf so wieder oben. Strom an! Nicht so Strom an. Ich schwöre, dafür krieg ich dich! Du kriegst nichts als ein Grab, Junge! Aktivieren! Da gib mal meinen Kumpel jetzt zurück, du Arsch! Du Sack! So, kriegst du aber aufs Maul. Schnauze, Hackfleisch! Einschalten! Du willst diesen Zwerg? Nimm ihn! Das verzeihe ich euch nicht! Ihr seid tot! Okay, Bentley. Mein Ego ist angeschlagen, aber das heilt. Abgeschlossen, jawohl. Jetzt muss man es wieder zurück. Ich hab dich schönes Geld. Nehmen wir noch Heilung, das ist immer gut.
So, jetzt umwechseln, jetzt muss ich mit Bentley weitergehen. Eieiei. Das kann was werden. Verarsche? Willst du mich verarschen, Hund? Komm jetzt nicht zu mir hier. Fuck, 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 fuck. Ja, bleib bei der Ecken hängen, Bentley, ist ja gut. Sly sagte, du suchst mich. Du musst uns helfen, ein paar Teerfässer zu zerstören. Das liegt hinter mir. Ich folge einem neuen Pfad. Voller Friedlichkeit. Ach komm, was ist mit unserem Murray passiert? Dem Kerl, der es nur mit einem Handtuch bekleidet, mit 10 Schlägern aufnahm. Der zuerst zuschlug, dann Fragen stellte. Wo ist der hin? Wo ist mein alter Freund? Tut mir leid, Bentley. Ich wollte dich retten, aber ich war nicht stark genug. Vergiss es, Murray. Ich gebe dir nicht die Schuld und habe es auch nie getan. Mich bedrückt nur, dass ich meinen Freund verloren habe. Hör zu, ich will dir ja helfen. Du bist mein zweitbester Freund. Es ist nur, ich habe versprochen, hier friedlich zu meditieren, bis das schwarze Wasser klar fließt. Und? Was, wenn du uns auf friedliche Weise hilfst? Du brauchst auch niemanden zu schlagen. Bin dabei. Solange es friedlich bleibt, schlage ich kaputt, was du willst. Als Schüler der australischen Traumzeit hast du doch sicher auch die Kugelgestalt erlernt. Klar, in der ersten Woche. Hervorragend. Roll dich zur Kugel und verstopf das Belüftungsrohr. Der Druck müsste dich hochschleudern. Bleib in der Kugelgestalt und zerschmettere die Teerfässer in der ganzen Stadt. Super! Ja, das ist total friedlich. Der Kuhu hätte bestimmt nichts dagegen. Mhm. Drücke die L1-Taste, um Kugelgestalt anzunehmen. Bumm. Drücke beim Aufschlag die X-Taste, um weiter hochzuhüpfen. Ich setze Markierungen, damit du die Teerfässer findest. Okay, 6 Stück. Wow. Whee. So. Ganz richtig natürlich. 100%ig. Weiter so, und die Umweltschützer verleihen dir einen Orden. Doch, Mann, okay. Dann haben sie geschafft. Dann kommt noch, glaube ich, der letzte Auftrag. Dann haben wir's. Oh, ich war sogar geklickt. Und kaputt. Das war das Letzte. Wirklich toll gemacht, Murray. Es macht Spaß, dich wieder in Aktion zu sehen. Naja, ich hab ja meine Freunde nicht vergessen. Ich spiele nur mit anderen Karten. Bam, bam.
Inzwischen durchbrechst du die Seile des Kronleuchters und lässt ihn ihn auf den Kopf fallen. Ich schnapp mir den Schalter und dann suchen wir Möck. Bis dahin dürfte das schwarze Wasser wieder klar fließen und er wird mit uns kommen. Gute Idee. Mit den nächsten paar Wochen. Zum nächsten Part.